والله العظيم. ich habe gesehen Menschen die يعني Boxer waren. ich kenne einen, der war Boxer. Seine Frau erzählte bei ihm, dieser Mann, der konnte 5-6 Menschen tragen. Wenn er auf die Straße gegangen ist und jemand ihn angegriffen hat, er konnte 10, 12, 14 Leute zum Boden schlagen. Ein Berg von einem Mensch. Und er blieb so sein ganzes Leben. Keine Ermahnung, keine Furcht vor Allah, nichts. Und sogar als er krank wurde, wollte er keinen Arzt haben. Schau ihn dir jetzt an. Der sitzt da, seine Hände kann er nicht mehr bewegen. Dieser gewaltige Mann ist ein gebrochener Mann. Und irgendwann wird Malakul Maut kommen, seine Seele nehmen und das war's. Diese Menschen, die eine Verpflichtung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala eingehen und sie nicht einhalten, das sind Menschen, die überheblich gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala geworden sind, weil sie keine Furcht mehr haben. Wer hat keine Furcht? Er schwört bei Allah. Ha? Wie der eine, der jetzt ein Auto kaufen möchte und er hat eine Drehzahl gedreht und achi, yani er denkt, der Bruder Muslim und ich bin Muslim, der wird mich bestimmt nicht betrügen, oder? Und das Auto ist in Ordnung, das Auto ist bekommen. Ist da irgendwas? Ne, ist in Ordnung. Die Reihe super, Kilometer ein Stück. Allah ist unser Zeuge. Und dann verkauft er ihm das. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass das alles gelogen und wahres ist. Subhanallah. Also, ein Mann ging eine Verpflichtung durch mich ein, doch er hat sie nicht eingehalten. Und ein Mann schenkte einem die Freiheit, doch hat er sie nicht verschwiegen. Und dieses gehört nicht mehr in unserer Zeit. Ich rede eine Minute darüber, dann ist es vorbei. In einer Zeit, wo die Muslime Kämpfe geführt haben, haben sie auch was? Sklaven genommen. Haben sie Kriegsbeute genommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, damit du den Islam verstehst, hat die, wenn du einem Sklaven die Freiheit schenkst, hat Allah subhanahu wa ta'ala das zu den besten Taten eingestuft. Willst du Allah nachkommen? Hat er den Muslimen damals gesagt, schenk einem Sklaven die Freiheit, dann erlangst du die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala, mit Sicherheit. Das war in einer Zeit. Deshalb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, ein Mann hatte einen Sklaven gehabt. Er wollte ihn verkaufen oder ihm die Freiheit schenken. Hatte ihm die Freiheit geschenkt. In dem Moment, als er ihm die Freiheit geschenkt hat, hat er gesagt, ich brauche ihn doch noch. Der Mann wollte gehen, sagte, nee, du bleibst hier. Also hat er ihn angelogen, obwohl er ihm die Freiheit geschenkt hat, gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Oder er hat ihn verkauft, das Geld in der Tasche getan und hat das verschwiegen. Subhanallah. Das ist ein Feind von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der dritte, und ein Mann beschäftigte einen Arbeiter. Und bei Allah, wir sehen das heute. Beschäftigte einen Arbeiter und hat ihn nicht bezahlt. Rajulun istajara ajiran fastawfa min wa lam yu'tihi ajran. Heute, guck mal, die arabischen Länder heute, jemand möchte in Kuwait arbeiten, so, dann macht er einen Arbeitsvertrag. Ha? Wie viel kriege ich im Monat? 1300 Euro. Kommt er dort in Kuwait an, nachdem er Visa und das bezahlt hat. Denk nicht, es ist einfach, dahin zu kommen. Manche Leute bezahlen 3 und 4 und 5.000 Euro, um dahin zu kommen, um überhaupt zu arbeiten. Kommt er dahin, dann steht er jetzt da, dann sagt auf einmal, muss er den Vertrag unterschreiben, da steht auf einmal 900 Euro. Ich dachte, wir haben 1.300 ausgemacht. Entweder willst du arbeiten oder du kannst zurückgehen in deine Heimat. Der Mann ist natürlich gezwungen. Er hat Schulden, er hat das gemacht. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sagt, jemand hat einen Arbeiter beschäftigt, als er diese Arbeit erledigt hat, hat er ihm den Lohn nicht bezahlt. Das ist gewaltig bei Allah subhanahu wa ta'ala. Gewaltig. Viele von uns denken jetzt, das worüber ich rede, es ist nur unter den Muslimen. Es ist nicht nur unter den Muslimen. Das ist mit den Nicht-Muslimen. Auch mit deinen Nachbarn, die nicht Muslime sind. Es ist immer so. Denk nicht, dass es, wie der eine gesagt hat, ja, ich bin ja sowieso in einem Kafirland. Und ihre, was haben die gesagt? Darul Harb, es ist ein Land des Krieges, der ist gekommen hier und hier ist Harb, verstehst du? Ihre Frauen sind unsere Beute, ihr Geld ist unsere Beute. Welchen Film hast du dir reingezogen? Ich verstehe nicht, worüber die reden. Wallahi, ich habe viele Leute sprechen hören, die sagen, Darul Harb, wir sind in Darul Harb. Ha, Darul Harb, und du bist mit einer Nike-T-Shirt angezogen, und das ist Harb.
Alles Quatsch, alles Quatsch. Leute, die ihre Religion überhaupt nicht verstanden haben. So, in einer Überlieferung von Ibn Khuzaymah und Ibn Hibban sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich ein Feind bin, den werde ich vernichten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, man kuntu khasmuhu yawm al-qiyama khasamtu. Wenn ich ein Feind yawm al-qiyama, wer hat mich? Wer mich als zu Feind genommen hat yawm al-qiyama, der ist erledigt. Allahu Akbar. Guck mal, wenn heute die Polizei dir vielleicht einen Brief schreibt und dich einlädt, Staatsschutz, mich hafe ich, wallahi, du wirst die Nacht nicht schlafen. Stell dir mal vor, wenn ein Brief von Allah zu dir kommt und sagt dir, du bist mein Feind, erwarte die schlimmste Strafe, Yawm al-Qiyama. Es gibt eine Ayah, die ich gestern auf dem Weg zur Hochzeit gehört habe. Ich habe dir ein bisschen meiner Frau erklärt. Wallahi, diese Ayah, du kriegst graue Haare. In Surat Al-A'raf sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und die Paradiesbewohner riefen die Höllenbewohner zu. Wir haben vorgefunden, was Allah uns versprach. Habt ihr etwa auch vorgefunden, was Allah euch versprach? Sie sagten doch. Dann rief ein Rufer, der Fluch Allah subhanahu wa ta'ala auf diejenigen, die ungerecht waren auf dieser Dunya. Achte mal darauf. Die Paradiesbewohner haben gesehen, was Allah ihnen vorbereitet hat. Dann haben sie gesagt, wir haben hier auf dieser Erde uns angestrengt und wir haben das vorgefunden, was Allah versprach hat. Aber Allah verspricht, er hält sein Versprechen. Aber ihr, die Verlierer, habt ihr auch das vorgefunden, die Hölle und die Strafe? Die haben gesagt, ja doch. Dann hat ein Rufer gerufen, der Fluch Allahs ist auf diejenigen, die ungerecht auf dieser Erde waren. Wer sind diese Verlierer, die Allah subhanahu wa ta'ala zu ihrem Feind gemacht haben? Allah, der Rächer, der Gewaltige, der Bezwinger, der Erniedriger, der Stolze, vor dem der Mensch nicht fliehen kann. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eine kleine, einfache Sache gemacht. Sagte, oh ihr die Menschen, oh ihr die Schar der Djinn, wenn ihr es schafft, aus den Bezirken des Himmels und der Erde zu fliehen, tut es. Er tut es nur, oder er schafft es nur mit einem Sultan, nur mit einer Erlaubnis Allah. Und diese Erlaubnis ist in den Händen von Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Deshalb, wenn ihr euch an einen Vortrag erinnert, vielleicht vor 4, 5 Jahren, haben wir darüber gesprochen, die Flucht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Vielleicht machen wir das einmal zu einer Khutbah. Die Flucht zu Allah. Allah hat dir gesagt, und flieh zu Allah. Ja, guck mal, normalerweise, wenn du fliehst vor der Polizei. Ja, du hast eingekauft und bist geflohen. Ja, du fliehst von dem Kassierer. Du fliehst von etwas zu etwas. Von etwas, was dir schaden möchte, zu einem Ort zur Sicherheit. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat was anderes gedreht. Er hat gesagt, und flieht diese Flucht, sie kann nur zu Allah subhanahu wa ta'ala sein. Denn niemand kann vor Allah subhanahu wa ta'ala fliehen. Dann soll deine Flucht immer zu Allah sein. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, Hadith al-Bara ibn Azib, sagte, wenn du schlafen gehst, leg dich auf der rechten Seite. Diejenigen, die immer Albträume haben und immer schlecht schlafen, leg dich auf der rechten Seite. Gibt dich in der Obhut Allah subhanahu wa ta'ala. Gibt es jemanden, der dich mehr beschützen kann als Allah? Leg dich auf der rechten Seite und sagt, وَجَّهْتُ وَجْهِ إِلَيْكَ. Ich habe mich in deine Richtung gewendet, ja Allah. وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِ إِلَيْكَ. Ich vertraue auf dich, ja Allah. أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتُ. Ich glaube an das Buch, das du offenbart hast. Und an den Propheten, den du entsandt hast. Guck mal, weder die Flucht noch die Rettung sind außer bei dir, ja Allah. Guck mal, wenn ein Mensch so schlafen geht, denkst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn in der Nacht im Stich lässt? Es gibt Leute heute, die ruft an und die sagt dir, die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich habe das Gefühl, ich werde verfolgt. Jemand will mir was antun, jemand das. Und viele rufen dann an und möchten diesen Traum deuten. Es gibt keine Deutung für solche Träume. Warum? Weil die Gelehrten sagen, diese Träume entstehen aus zwei Sachen. Das erste, wenn du immer das Gefühl hast, dass du verfolgt wirst oder so, dass es entweder entsteht aus einer tiefen Trauer, oder im Moment, dein Leben ist total durcheinander. Dadurch entsteht sowas. Subhanallah. So, Allah sagt im Koran und achtet, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und ihr sollt die eingegangene Verpflichtung erfüllen. Gewiss, nach der Erfüllung der eingegangenen Verpflichtung wird gefragt werden. Allahu Akbar. وَأَوْفُوا بِالْعَبْدِ
إن العهد كان مسؤولا. الله سبحانه وتعالى sagt, wenn ihr eine Verpflichtung eingeht, erfüllt sie. Warum? Weil ihr am Ende der Tage danach gefragt werdet. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سورة 17, Vers 34. Allah sagt in Sure 16, Vers 91, und haltet den Bund Allahs, wenn ihr einen Bund geschlossen habt und brecht nicht die Eide nach ihrer Bekräftigung, wo ihr Allah doch zum Bürgen über euch gemacht habt. Gewiss, Allah weiß, was ihr tut.